Klasse aus Dänemark aus Sie mit einem neu aufgebauten Schlepper unterwegs. Der Homo, der hat eine richtige Kur bekommen in dieser Klasse. Und es wird spannend, ob er die Leistung umsetzen kann. Hendrik und Steffen mit ihrem IH4, 66, 5500 Umdrehung, 4500 PS, Eigenbaugetriebe, 110 km Raddrehzahl. Sie fahren im Vorlauf, dann kommen die beiden Sportklasse-Traktoren, dann gibt es das Finale. Kann einer der Schlepper uns einen Full-Pull zeigen? Hobo ist der Erste. Gefunden hatte und der scheinbar endlich funktioniert. Zumindest sah es in Fischdorf so aus beim Saisonopening. Sini Evolution, Tommy Wachmann ist da, der Deutsche, 3000 PS plus plus, 4 Turbolader, H25, 2x2 Stufenaufladung. Das alles in Eigenentwicklung hergestellt. Der Tommy und sein Vater sind verantwortlich für Sini Evolution. Zeigt er uns den ersten Full-Pull in dieser Klasse? Ja, aber ich... Und der macht sich ja gut. Noch einmal linke Seite und rechte Seite, noch einmal der Applaus für den deutschen Piloten, der so viele Fans hatte in Deutschland. Starker Auftritt von ihm, geiler Pull und der Different hier, der mächtige John Deere aus Dänemark, der rollt dort hinten an dem Vorbereitungsraum und dann stirbt er ab. Auf den nochmal kräftig überarbeitet, auch er ein toller Traktor, der schon so oft hier in Hamburg gewesen ist. Hat nochmal ein ganz neues Design bekommen, nochmal eine ganz neue Optik. Funktioniert der Different hier? Holt er sich hier den zweiten Full Bull in dieser Klasse? 3.500 PS stehen zur Verfügung.
drei Turbolader unter der Haube, wie bei dem alten Frontier, aber mittlerweile mit Mikas-Rädern ausgestattet. Der Traktor 6 Zylinder. Wir sind gespannt, 6,8 Traktor von dabei. Frontier! Haben aus der VW-Tuning-Szene die Kaiser Ultras, der Fanclub hat seinen Teil dazu beigetragen und immer noch ein Familienteam, was unterwegs ist, die 30. Saison mittlerweile, die vierte Generation beim Team Kaiser unterwegs. Das sind atemberaubende Daten vom Team Kaiser genauso. Und wie der Traktor mit Mietersrädern ausgestattet, 3 Jahre Bauzeit, 3 Turbos, 2-Stufensystem, 6 Zylinder John Deere, der 466-Reihe. 6500 Umdrehungen, ein Dreiganggetriebe in Eigenbau, 3.500 bis 4.000 PS stehen zur Verfügung. Das sind die Eckdaten vom Team Kaiser. Und wir sind gespannt, wo dieser Wahnsinn schon hier am Ende hingeht. Mit extrem hohem medialen Aufwand unterwegs, um den Sport einfach bekannter zu machen in der Szene. Das ist Ihr Auftrag, das ist der Auftrag vom Team Kaiser. Schauen wir mal, wo es hier hingeht in Hasmoor. Der nächste Start, Best Solution. Team Kaiser ist weg in der Hasmoor Arena. Der neue Flipflop von mir, Team Kaiser. Gigantisch! Einfach gigantisch!
Boah, du hast so zu fliegen, das fährt nicht, oder? Ja, das war schön, heftig. Ich dachte, den Zugang macht nicht gut. Aber es war gut, aber der hat es nicht so gut. Der ist völlig unterspannt. Der hat jetzt kein Spielwart und Finale gekriegt. Dann müssen wir mal schauen, was für einen Abgangswerte hat. Ja, ich habe gleich am Anfang kam so eine Kriegsüberfahrt drauf. Ne? Also ich könnte nicht mehr uns helfen, der Ladungsgegner da uns machen können. Wir möchten dort eigentlich die Turbolage mit Waffenflügeln führen. Aber das Waffenflau liegt nicht in die Seite, der muss raus. Das Waffenflau ist nicht so reich aus. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich muss mal gucken, ob ich die Waffenflau habe. Der Ende, Pool, der Stadion. Junge. Die Klammer ist wieder da und kommt der Feuer! Der Superpool des Sommers! Hey! Ja, Wahnsinn! Und rechte Seite! Komm on! Push up los für das Team Käfer! Junge! Platz 2 und auf Platz 1 und 1 kommt der Gefeide rauf! Das hätte ich auch gerne. Wenn er nicht gekommen ist. Der Grüße ist total noch.